Hallo, wir sind in Woche 2. Herzlich willkommen. Ihr könnt es wieder zu zwei Zeitpunkten in der Woche machen. Ja? Wir haben diesmal ganze 6 Übungen mit 40 Sekunden Arbeiten, 20 Sekunden Pause, das Ganze 2 Runden. Wir starten immer mit einem kleinen Warm-up, in dem ihr wieder euren Booster einstellen könnt. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Cooldown und Stretch. Für die zweite Einheit könnt ihr dann noch die Zusatzübung machen. Viel Spaß und los geht's. So, unser Warm-up. Wir kicken den Popo und gehen immer tief und hoch, dass wir unsere Oberschenkel wieder ein bisschen aufwärmen und den ganzen Körper. Währenddessen können wir unsere Intensitäten wieder einstellen. Denkt dran, wenn ihr so bei der zweistelligen seid und noch nicht spürt, dann nochmal die Elektroden ansprühen mit dem Elektrodenspray. Dann sollte das kein Problem sein. Genau, kommt tief und hoch. Wenn es mit dem Booster passt, dann können wir das an die Seite legen. Wir gehen tief und hoch, kicken den Popo und genau, sehr gut. Wir sind heute noch am Barfuß unterwegs, beziehungsweise ich, weil wir heute noch keine Springe dabei haben. Deswegen sucht es euch aus, mit oder ohne Schuh, ja, wie es euch besser anfühlt. Und genau, dann starten wir jetzt auch bald mit der ersten Übung. Und zwar haben wir einen Squat dabei mit einer kleinen Variation. Schaut mal, wir gehen tief, hoch und spreizen ein Bein ab. Tief, hoch und dann das andere Bein. Yep. Sehr gut. Tief, hoch und nach hinten. So nach hinten zur Seite. Popo anspannen. Genau, sehr gut. Tief und hoch. Oberkörper schon fest auch. Ja, denkt an den Bauch, an den Rücken. Wir trainieren den ganzen Körper, nicht nur die Beine. Einer geht noch. Dann haben wir unsere erste kleine Pause. Sehr gut. So, ihr könnt es nach vorne machen und zur Seite. Wir gehen in einen Ausfallschritt, abwechselnd nach vorne. Einmal das rechte Bein, einmal das linke Bein. Und wir starten sofort. Wir haben noch 5 Sekunden, die gönnen wir uns. Und los geht's. Rechts vor und links vor oder auch andersrum. Schaut mal, dass ihr 2 rechte Winkel ungefähr habt. Knie bleibt über dem Sprunggelenk und dann stoßen wir uns wieder ab. Ja? Ihr könnt es mit den Armen machen oder ihr räumt die Arme einfach auf. Genau. Tief. Und push nach oben. Gerne ein bisschen explosiver. Genau. Schön aufrecht bleiben. Einen schaffen wir noch. Und Pause. Sehr gut. Dann haben wir wieder eine Oberkörperübung dabei. Das heißt, ihr dreht euch wieder her. Wir gehen wieder zu einer kleinen Ausgangsposition. Bringen die Arme hoch und ziehen sie dann mit Anspannung nach unten. Als würden wir von oben eine Latte nach unten ziehen. Ja? Runterziehen und wieder hoch. Und hopp. Jupp. Sehr gut. Tief und tief, hoch, hoch. Ihr wollt quasi die Schulterblätter hinten zusammenbringen. Genau. Spürt euren Rücken, spürt die Arme. Sehr gut. Und hoch. Machen wir es gleich. Und stopp. Gut, es geht wieder auf die Matte. Wie in Woche 1 auch, den Vierfüßlerstand kennt ihr schon. Das heißt, die Füße, die Knie sind wieder unter der Hüfte, Hände wieder unter der Schulter. Diesmal lassen wir die Hände am Boden, strecken ein Bein aus und das tappen wir immer zur Seite und wieder in die Ausgangsposition zurück. Ja, zur Seite tappen und wieder zurück. Schaut, dass ihr nicht so ins Wanken kommt, sondern dass die Kraft immer noch auf beiden Armen verteilt ist. Genau. Ihr merkt das relativ schnell im Popo und im Rücken und vielleicht auch sogar in den Schultern. Die erste Runde machen wir nur das rechte Bein und in der zweiten Runde gehen wir dann aufs linke Bein. Genau. Und weiter geht's. Sehr schön. Und hopp. Und hopp. Sehr gut.
Ihr könnt gleich in der Position eigentlich bleiben. Löst mal kurz auf. Machen wir mal gleich ein bisschen mehr Fokus auf den Popo. Das heißt, wir kommen in die ähnliche Position. Nur, dass wir jetzt den Fuß nach oben bringen und ihn quasi zur Decke bringen und wieder zurück. Dann gehen wir wieder hoch und wieder zurück. Sehr gut. Ab und tief und hoch und tief. Schaut, dass euer Rücken gerade ist. Ja, nicht in den Katzenbuckel oder so ins Hohlkreuz ziehen. Schön anspannen. Sehr gut. Und ab. Den Popo solltet ihr schon ein bisschen merken. Yep. Die letzten Sekunden. Einer geht noch. Und stopp. Sehr gut. Okay, dann haben wir viel für den Unterkörper. Machen wir noch mal was für den Oberkörper. Und zwar Liegestützen. Wer kennt sie nicht? Wenn ihr eine Matte habt, dann außerhalb der Matte greifen. Wenn ihr keine habt, ein bisschen weiter wie schulterbreit. Gerne auf den Knien oder für die, die schon fit sind, dürfen wir es auch gerne gestreckt machen. Wir gehen relativ langsam tief und in dem gleichen Tempo auch wieder hoch. Okay, also tief, tief, hoch, hoch. Yep. Sehr schön. Ist der Bauch fest, Rücken fest? Sehr gut. Eine der besten Ganzkörperübungen oder Oberkörperübungen besser gesagt. Ja, wir haben Brust dabei, Schulter dabei und die Oberarme. Sehr gut. Tief, tief, hoch, hoch. Einen geschafft mal noch. Yep. Sehr gut. Okay, dann das Ganze nochmal von vorne. Wir könnten eine kurze Pause machen und was trinken, wer eine Flasche parat hat, ja? So wie ich, der muss jetzt da schnell durch. Das ist aber nicht schlimm. Und dann starten wir. Und zwar wieder mit unserem Squat und der Abduktion. Tief und hoch. Tief und hoch. Genau. Yes. Hopp. Das Gute ist, Halbzeit ist schon rum, ja? Wir sind schon in der zweiten Runde. Das heißt, wir kommen dem Ende schon näher. Los geht's. Yep. Macht es in eurem Tempo. So wie es sich gut anfühlt. Yep. Einer geht noch. Sehr gut. Und Pause. Gut. Wir gehen wieder in den Lunge, ja, heißt Ausfallschritt, einmal rechts vor, einmal links vor, aber gönnt euch die Pause hier und dann starten wir gleich. Und in 3, 2, 1 und Action. Tief und tief. Genau, wie gesagt, mit Arm oder Arme aufräumen, das ist wieder anders. So, wie ihr es besser machen könnt. Ich tue mich mal leichter mit dem Arm. Aber wie gesagt. Einen schaffen wir noch. Und stopp. Super. Gut, dann gehen wir nochmal unserem Latzug quasi, unseren imaginären. Dann werden wir da ganz viel Kilos runterziehen. Dank EMS fühlt sich das dann auch so an. Von dem her kommen wir wieder in unsere Startposition. Arme hoch, Spannung und ab geht's. Tief, tief, hoch, hoch. Yes. Super. Halbzeit haben wir schon. Spürt ihr den ganzen Oberkörper. Den Rücken, Bauch ist fest und die Oberarme. Die Beine lassen wir auch nicht aus. Sehr gut. Und der letzte. Und langsam wieder hoch. Sehr gut.
Wir gehen wieder auf die Matte. Vierfüßler, wer hat sich's gemerkt? Bei mir war es das rechte Bein. Es folgt das linke Bein. Ja, richtet euch wieder richtig aus. Streckt das Bein nach hinten lang. Und dann tappen wir wieder zur Seite. Zur Seite tap und wieder Mitte. Zur Seite und wieder in die zurück. Denkt dran, Bauchrücken anspannen. Alles fest. Spürt beide Hände in der Matte. Sehr gut. Und einer geht noch. Super. Gut. Dann kurz entspannen. Und dann gehen wir nochmal den Popo an. Nehmen wir das Bein nach oben kicken. Macht euch wieder ready. Dann noch 3 Sekunden. Ja, richtet euch wieder aus. Linkes Bein hoch und kommt hoch und wieder tief. Ein ab und tief. Schaut, dass ihr nicht zu schief steht, ja? Beide Hände wieder in den Boden drücken. Und ab. Sehr gut. Noch 5 Sekunden und stopp. Sehr gut. Schüttel mal aus. Letzte Übung. Unsere Liegestützen. Ja, vielleicht, wer Lust hat, macht mit mir einen gestreckt. Ja, oder ihr bleibt auf den Knien, wie ihr wollt. Wir haben noch ein paar Sekunden Pause. Wie gesagt, den ersten können wir versuchen. Los geht's. Tief und hoch. Sehr gut. Und dann gehen wir auf die Knie. Bringt die Nasenspitze Richtung Boden. Sehr gut. Halbzeit haben wir schon. Und bleibt dabei. Einen schaffen wir noch. Super. Perfekt. Und dann haben wir noch für Leute, die jetzt schon die zweite Trainingseinheit machen, eine kleine Surprise-Übung, unsere Zusatzübung. Und zwar gehen wir in die Plank. Heißt, wir gehen in einen Unterarmstütz. Ja, Ellbogen sind unter den Schultern. Und dann machen wir 1 Minute halten. Ja, und los geht's. Das heißt, ihr könnt auf den Knien bleiben und halten. Oder wer meint, was ist das denn, ich spüre nichts, der bringt die Knie nach oben, macht 1 Linie und hält hier. Halten, halten, halten. Beste Übung, Bauch, Schultern, Beine, alles schön anspannen, ja? Sehr gut. Halten, 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 super. Wenn ihr merkt, ihr zittert nur noch, dann könnt ihr gerne auch mal wieder die Knie ablegen und dann nehmt ihr ein bisschen die Intensität raus. Sehr gut. Wir haben noch ungefähr 20 Sekunden. Das schaffen wir. Auf geht's. Ja. Atmen nicht vergessen. Und wir haben noch 10 Sekunden. Los geht's. Und die letzten 3, 2, 1. Und stopp. So, Knie ablegen. Lass die Hände gleich vorne. Wir gehen gleich in den kleinen Stretch. In die sogenannte Kindspose. Ja. Popo nach hinten führen. Schön lang machen. Oberkörper lang. Spürt noch ein bisschen nach. Der Booster sollte wieder aus sein jetzt. Ja, der Zeit ungefähr ab. Nicht schaltet aus. Der Stretch ist nur jetzt zum Entspannen. Sehr gut. Schön lang machen. Tief ein- und ausatmen.
So, wenn sie es gut anfühlt, kommt wieder hoch ein bisschen. Bleibt immer noch auf der Matte oder auf dem Boden. Bringt einen Fuß nach vorne. Kommt in die Dehnung rein. Spürt den Hüftball nach vorne. Sehr gut. Wechselt das Bein, andere Seite, nach vorne, schieben, spürt ihr die nur hier. Löst auf, sehr gut, kommt langsam nach oben und wir haben es wieder geschafft. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ciao, ciao. Hey, schön, dass wir zusammen trainiert haben. Falls es das erste Training der Woche war, mach das Video einfach nochmal. Falls du am Ende der Woche bist, geh einfach in das nächste Video rein. Ich freue mich aufs nächste Mal und denk dran, viel trinken und Pause gönnen.